Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3. Wir sind hier immer noch in der entweihten Krypta und wir müssen suchen nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs. Wir sind ja unterhalb, aber irgendwie in einer entzweiten Kammer. Ich glaube, wir sind hier falsch, aber komm her. Ja, irgendwie falsch oder Geister haben wir jetzt schon die. Mensch, das geht ja Schlag auf Schlag. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann und dass sie gebracht wurden. Das ist mir bekannt. Aber irgendwie ist es hier auch ein bisschen sehr laut. Muss man schon sagen. Aber nun ja. Ich kenne mich ja aus. Hier mit die nächsten Skelette. Irgendwie das leicht von der Hand. Muss ich ehrlich zugeben. Tor. Halleluja. Sesam, öffne dich. Seelengefäß. Das sieht wirklich sehr schön aus. Hier könnte ich mir mein Zuhause vorstellen. Der Friedhof der Verlassenen. Aber wir gehen einfach mal hier weiter. Vielleicht sind wir falsch, aber es stört mich nicht. Wir sind ja auch so bis jetzt gekommen, ehrlich gesagt. Hallo, Püppchen. Niedermetzeln. Und ich bin ja auch auf Leich, auf normal. Ne Urne. Och, ein Grab. Jojo. Komm mal schon. Loser Stein. Bisschen Gold. Jojo. Hier das ganze Zeugs. Schon wieder einer hier. Das wird da langsam als hobbymäßig hier aus der Wand kommen. Da unten hat's wieder so ein schreiender Gunst. Hallöchen. Gute Nacht. Kobolde. Komm hier. Und schreiender Gunst. Bringt mir wahrscheinlich nicht so viel, aber was soll es. Skelette. Was habt ihr denn hier heute vor? Ich werde stärker. Kobolde, sucht ihr etwas? Kann das sein, dass ihr es nicht gefunden habt? Ja. Hallöchen. Rawächter. Wie es schon. Müssen wir hier irgendetwas machen, oder bin ich hier? Mensch, war jetzt wirklich einfach. Was haben wir denn hier bekommen? Ach, cool. Ein Fellgurt. 9 und 12. Das können wir hier eigentlich alles, ja, verkaufen. Runter mit dem Ding. 7 und 7. Gut, haben wir auch schon erledigt. Hier rauf. Waren wir hier schon? Ja. Die entweihten Krypta. Krypta, Krypti.
Und mir scheint's hier irgendwie, wir sind falsch, oder bin ich hier auf dem Holzweg? Oder kommt das nur mir so vor? Ja, wir sind ja hier. Aber, ja, komm gerne mal hier schön weiter. Vielleicht wird sich etwas tun. Man weiß ja nie, so ein Diablöse, geisterhafter. Gut, niedergemetzelt. Hier, los erscheinen. Ja, die Kapuze. Zack. Und wo sind wir? Wir müssen jetzt hier da und nach unten. Tut mir leid. Hier ist fertig. Hier nach unten. Gut, alles ist zurücklaufen. Das muss ja mal getan werden. Und ehrlich gesagt, die Krypta sind nicht so groß. Sind wir schon wieder hier. Komm. Neues Ereignis. Seelengefäß. Überleb im... Die vom Seelengefäß ver... Überlebt die im Seelengefäß. Ja, ja, komm. Einfach hier angreifen, was das Zeug hält. Niedergemetzelt. Ja, was wollt ihr denn von mir? Habt ihr alle irgendetwas zu tun? Nicht genug Blut. Das werde ich nicht tun. Wieso denn nicht? Was habe ich jetzt geschafft? 54 Monster, Mensch! Und jede Menge Krempel. Können wir das noch einmal auslösen? Vermutlich schon. Ja, ja. Das geht noch einmal, liebe Freunde. Und hier können wir durchgehen. Und hier nach unten, wenn ich mich ins... Ja, hier nach unten und dann rechts. Rechts abbiegen, ja, ja. Und zack, 15 Gold, gut. Und hier sind wieder Skelettis. Was hier nach... Irgendwie strebt. Nicht die Krypta, in der sich die Krone befindet. Die Suche geht weiter. Ach so, drei. Wollt ihr zum Eingang? Ja, ja, komm. Okay. Weiter im Kontext hier. Die können wir nur einmal aktivieren. Diese Dinger da. Ich wette mit euch, dass es hier die letzte Krypta ist, weil das ist ja immer so. Schrein der Erleuchtung. 25% mehr Erfahrung. Loser Schein. Boah, da war viel drin. So, hungrige Leichen. Jetzt gibt's Happa Happa für euch. Wie? In der Wand verstecken? Das geht nicht. Steinruine. Wurfspieß. Ach so. Ja, was können wir denn rausschmeißen? Das Schild. 7%. Schmeißen wir die Axt raus. Nehmen das rein. Ja, nicht richtige Art. Komm, wir wechseln das mal raus hier. 24, dann können wir das versäbeln. Das hier auch. 22, haben wir jetzt die an?
Ja, die haben jetzt noch. Ja, und die schmeiß ich raus. Denn sowieso. Die Zweier können wir. Das sind Fünfer. Vier. Zwei raus. Zwei. Fünf lassen wir drin. Wie jetzt? Ach, war genau gleich gut. Haben wir nichts Falsches gemacht. 25, ja, hat ein bisschen mehr Wert. 2 kommt raus. 2 raus. 4 lassen wir. 3. 2 kommt raus. 2 raus. 2. 2. 2. 9,1. Ja, können wir auch rausschmeißen hier. 11 natürlich, natürlich, natürlich. Und hier denn auch. Jetzt sieht's hier wie auf dem Flohmarkt aus. Und da kann alle alles, alles nehmen. Und wir müssen einfach nur weiter. So, hier noch das Stückchen hier aufdecken. Und wir haben natürlich... Hey! Eine nach dem anderen. Bitteschön. Yay! Ich will nicht hüppen. So, der nächste bitte. Nächste. Nächste. Nächste bitte. Hier kommt noch mehr. Ihr kommt alle dran. Bitteschön, wenn ihr wollt. Hier kommt ja alle dran. Nicht drängeln. Hinten anstehen. Ja, ich mache immer irgendwie Massaker. Ist heute ein bisschen gut. Ach, was sind denn das für Dinger heute? Hier mal die Mütterchen hier töten. Wo bin ich denn hier reingeraten? Genug Mut. Möchte ich ehrlich mal sagen hier. Hier war da mich nochmals. Mehr die Lederhose. Ist die jetzt hier eingefroren? Oder steht die einfach so? Hm, ja. Was haben wir hier bekommen? Plus 2 Schaden. Ach komm. Die verkaufen wir. Ist ja eigentlich wurscht heute. Die können wir nicht öffnen. Gut. Dann gehen wir hier schön weiter im Kontext und lassen uns überraschen. Ach cool. Die Krone muss sich in einer anderen Krone ja, ja. Finden. In der letzten, wie in jedem anderen so guten Spiel. Es ist eigentlich egal, welche Reihenfolge ich jetzt gemacht hätte. Denn irgendwie kommt es immer darauf. Ja, ja. Urnen, Urnen zerschlagen. Das ist mein Hobby. Jetzt noch viel mehr Urnen. Und was in dieser Krypta lauert. Ja, das seht ihr nächstes Mal. Viel Spaß, Diablo 3.